Schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich der Partie KSV Kassel gegen den 1. FC Saarbrücken. Ich begrüße alle Medienvertreter hier im Presseraum und die beiden Trainer. Und wie immer hat der Gast das erste Wort. Bitte schön. Ja, ich denke, unglaubliches Kampfspiel heute auf unfassbar schwer bespielbarem Boden. Selten so schlechten Platz gesehen wie heute. Dementsprechend war es natürlich für uns als Mannschaft, die natürlich auch gerne Fußball spielen möchte, verdammt schwer, auf diesem Boden sich fußballerisch durchzuspielen. Hatten diese Möglichkeiten gerade am Anfang der Partie, in den ersten 6-7 Minuten, wo wir zwei recht gute Torschancen hatten, wo du dann natürlich dann davon profitieren könntest, wenn du da in Führung gehst auf so einem Platz. Das haben wir leider nicht geschafft und haben dann bei der 0-1 die Situation, dass wir außen nicht richtig zupacken, 2-1 Duell verlieren. Die Flanke dann zulassen und Mario etwas zu weit eingerückt ist, schlechten Stellungsspiel hat und dadurch dann überraschend 0-1 zurückliegen. Und dann wird es natürlich auf so einem Boden auch nicht leichter gegen eine Mannschaft, die auch heute und wie in den vergangenen Wochen auch, wo wir bewusst haben, dass sie alles, was ihnen an Mitteln zur Verfügung steht, in die Waagschale werfen, was das läuferische, kämpferische Zweikampfverhalten angeht. Umso erstaunlicher und glücklicher bin ich natürlich, dass wir dann das Spiel in der zweiten Halbzeit mit viel Leidenschaft, mit viel Willen, mit viel Einsatz, mit rustikalem Fußball drehen konnten, dass das hinten raus glücklich ist. Ich denke, das ist klar, das muss ich jetzt nicht zusätzlich erwähnen. Trotzdem denke ich, wenn man die Torschancen über 90 Minuten sieht, dass es dann schon verdient ist. Unterm Strich drei Punkte, die uns weiterbringen und auf dem langen Weg, den wir noch vor uns haben, zur Relegation, aber das war heute mal ein Sieg, glaube ich, den haben wir so auch noch nicht erlebt, in der Nachspielzeit mal einen Sieg zu ziehen. Deswegen sind wir natürlich heute sehr, sehr glücklich und hoffen natürlich, dass Hessen Kassel mit den Möglichkeiten, die sie im Moment haben, auch mit dem Einsatzwillen, mit dieser Leidenschaft, die sie der Mannschaft immer wieder von Woche zu Woche rüberbringt, dass sie die Klasse da hält und schnellstmöglich dann auch hinten rausrutscht. Danke. Ja, vielen Dank, Dirk Lobner. Tobi, deine Einschätzung zum Spiel, bitte. Ja, ich habe letzte Woche Michael Fink zum Last-Minute-Sieg gratuliert. Heute mache ich das beim Dirk auch. Herzlichen Glückwunsch. Das sind, glaube ich, die Gesetze des Fußballs, wenn man dann den ersten Tabellenführer hier zu Hause hat und genau das macht, was wir können, eben, dass wir alles reinschmeißen, körperlich, laufspezifisch. Es ist schade, dass dann die Mannschaft zumindest nicht mehr im Punkt belohnt wird. Aber das ist dann eben so. Ich bin jetzt noch ein bisschen aufgewühlt, weil natürlich diese letzten Wochen sehr, sehr anstrengend waren. Und jeden Montag gehen wir wieder ins Training, bereiten uns wieder sehr, sehr gut auf den neuen Gegner vor, gehen wirklich nur von Spiel zu Spiel, wollen irgendwann dieses positive Erlebnis auch mal wieder haben. Und wenn man die Mannschaft sieht, dann glaube ich, dass sie das auch unbedingt möchte. Aber wir haben eben momentan nicht den Punch, dann so ein Spiel dann vielleicht auch unentschieden zu spielen. Machen aber auch dann in entscheidenden Momenten wieder individuelle Fehler beziehungsweise treffen falsche Entscheidungen individualtaktisch, dass dann eben auch immer wieder Stress herrscht gegen den Ball und da müssen wir uns dann eben einen Tick weiterentwickeln, was die fußballerische Qualität angeht. Dirk, und das weißt du, euch wünsche ich alles Gute, weil ich euch als klaren Favoriten in dieser Klasse sehe. Und weil ihr einen guten Plan habt, das hat man heute auch wieder auf dem Feld gesehen. Alles andere können wir jetzt nur noch neu in der neuen Trainingswoche beeinflussen. Und ich bin momentan immer wieder derjenige, der aufbauend die Mannschaft nach vorne schieben muss, ab montags. Und dann geht es nächste Woche nach Stuttgart und dann versuchen wir es wieder und versuchen mit den Möglichkeiten, die wir haben, das Spiel dann irgendwie zu gewinnen, weil wir fahren bestimmt nicht dahin, um abzuschenken. Das ist auch nicht der Charakter der Mannschaft und das hat man heute gesehen.
Und das sage ich jetzt auch nochmal ganz allgemein. Wenn ich wüsste, dass wir jede Woche 4, 5 Stück kriegen würde, dann würde ich mich auch hier oben hinsetzen und würde sagen, komm, es reicht nicht von der Qualität, aber das, was die Mannschaft momentan auf den Platz bringt, ist sicherlich fußballerisch noch entwicklungsfähig, aber das Einmaleins des Fußballs, das passt. Und deswegen gehen wir jetzt eben Montag wieder neu in die Trainingswoche. Und da wird Kraft getankt, Energie getankt, damit wir dann in Stuttgart vielleicht das positive Erlebnis haben. Danke. Ja, vielen Dank, Tobi Kramer. Gibt es Fragen von den Medienvertretern? Bitte schön. Dirk, man muss sagen, wenn man sich die 90 Minuten anguckt, ihr hattet für eure Verhältnisse relativ viele Flüchtigkeitsfehler, so im Spielaufbau, hinten im letzten Drittel, wo es dann nochmal Dominik, ich lade dich gerne ein, jetzt gleich mit mir um Platz zu gehen. Also, war die Frage, war es der Boden? Also bei aller Liebe. Ja. Ne? Also, ich glaube, du weißt, du hast jetzt auch einige Spieler von uns gesehen, dass wir Fußball spielen können und dass das auch unser Ziel in jedem Spiel ist, fußballerisch sich Möglichkeiten zu erspielen. Aber es geht einfach nicht auf diesem Boden. Und deswegen verzeihe ich jeden Stockfehler, jeden Passfehler, wo man sieht, der Ball verspringt nochmal auf den letzten. Im letzten Moment, auch wenn du aufs Tor schießen willst, dass du den nicht sauber triffst. Also das musst du alles verzeihen können. Das spielt für mich heute wirklich null Rolle, sondern viel entscheidender ist, dass du dann in der Lage bist, diesen Platz anzunehmen und dein Spiel ein Stück weit darauf abzustellen. Und das haben wir zur Halbzeit spätestens nochmal angesprochen, korrigiert. Wir wollten das Zentrum präsent haben, haben überhaupt die Flügel gar nicht mehr besetzt, haben Mendler und Tobi Jenicke nach innen gezogen, damit wir in der Lage sind, zweite Bälle auch zu gewinnen, dass wir nicht so breit auseinandergezogen sind. Und wollten einfach mehr Unruhe, mehr Hektik da verbreiten. Und wie gesagt, jetzt in der zweiten Halbzeit haben wir 2 Tore gemacht und dementsprechend ist das dann auch ganz gut aufgegangen. Weißt du, analysierst die Spiele immer gern erst, aber nicht dafür trotzdem einen kleinen Blick voraus. Samstag Elversberg, wir haben heute zu Hause 2-0 verloren. Wie siehst du da die Ausgangslage? Ja, Ausgangslage, denke ich, ist klar, dass Elversberg vor allen Dingen in dem Derby natürlich gewillt ist, uns zu schlagen, dass sie jetzt heute einen Rückschlag erlitten haben. Macht die Sache für sie nicht leichter, den Tabellenplatz 1 oder 2 noch zu erreichen in den nächsten Wochen. Für uns gilt es, Minimum Elversberg auf Distanz zu halten. Und da werden wir uns ab Montag dann auch wieder gezielt darauf vorbereiten. Dankeschön, bitteschön. Frage an beide Trainer. Die Situation kurz nach dem 1-0, als Marco Gilgomez dieses Laufduell an der Mittellinie rustikal beendet, der Schiedsrichter gibt Gelb. Wir haben die Trainer. Ja, also für mich ist das keine rote Karte, weil zwei Spieler eben noch daneben stehen. Sie sind im Endeffekt, verteidigen sie im Dreieck. Der Kollege Kiel Gomez muss in diesen Zweikampf rein. Das ist eine zweifache Absicherung sozusagen. Und von der Mittellinie dann im Tempodribbling sozusagen die Situation als Stürmer dann positiv aufzulösen, ist schon, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass er nicht eingeholt wird. Und deswegen ist das für mich eine korrekte Entscheidung. Respekt, Tobi, genau so war es. Hat auch keiner behauptet, hier zumindest keiner. Okay, danke schön. Gibt es weitere Fragen? Sieht nicht so aus. Okay, dann sage ich an der Stelle Dankeschön. Wir sehen uns hier wieder im Ausstadion am 10.12. gegen die Offenbacher Kickers. Und wie Tobi eben schon sagte, vorher die Löwen auswärts in Stuttgart am 2.12. Bedanke mich, wünsche euch ein schönes Restwochenende. Tschüss, danke.